Ich begrüße euch ganz herzlich zum Abschluss von Runaway, A Twist of Fate und auch zum Abschluss der Runaway-Trilogie, wenn man es so bezeichnen will. Denn irgendwie gehören ja der zweite und der dritte Teil schon irgendwie zusammen. Auch wenn ich denke, dass man jetzt den dritten Teil, also A Twist of Fate, durchaus auch alleine spielen kann, ohne dass da irgendwelche größeren Verständnisschwierigkeiten auftreten sollten. Allerdings ist es halt auf der anderen Seite so, dass der zweite Teil ohne den Abschluss jetzt immer noch ein halbes Spiel bleibt und da definitiv also ja A Twist of Fate braucht, um einfach seine Geschichte zu Ende zu erzählen. Denn da wurde ja wirklich mittendrin einfach der Cut gesetzt. Ich vermute einfach mal, also ich weiß das nicht genau, das ist wirklich nur Spekulation, dass man ursprünglich den dritten Teil auch so nicht machen wollte, sondern wirklich die Geschichte aus dem zweiten Teil direkt weitererzählen wollte, also im Anschluss auch mit ja, dem Thema der Geschichte, sage ich mal, und ja, mit den Trantorianern das halt weiterspinnen wollte. Aber aufgrund der kritischen Stimmen auch von den Spielern und so, hat man sich umentschieden, ja, mit Runaway, A Twist of Fate wieder so ein bisschen zurückzukommen zum ersten Teil und sich da wieder ein bisschen mehr anzunähern. Aber wie gesagt, das weiß ich nicht, ob das wirklich so stimmt, aber es fühlt sich einfach ein bisschen so an, wenn man es halt so spielt. Es wurde versucht, vieles zu erklären und klar gibt es die einen oder anderen Stellen, wo man so denkt, naja, wenn man das jetzt alles auseinanderklamüsern würde, würde einem sicherlich auffallen, dass das halt nicht so hundertprozentig passt. Aber das ist halt so, es hat jetzt auch nicht wirklich gestört. Und ich fand es einfach nur witzig, die Stelle, als Brian sein Gedächtnis wieder erlangt hat und dann meinte, naja, entweder er ist halt wirklich verrückt oder es ist halt einfach so passiert wie im zweiten Teil. Von daher ist eigentlich völlig offen jetzt, was nun eigentlich stimmt und ob Bennets Interpretationen einfach nur Interpretationen von der Sache sind, die sich halt nicht erklären lässt, weil eben Außerirdische in Form der Trantorianer daran beteiligt waren und damit Brians Version stimmt oder ob halt Bennett da richtig liegt, das weiß man halt nicht. Fand ich eigentlich ganz cool gemacht, dass man halt so gesagt hat, es gibt keine direkte Erklärung dafür. Bennett hat versucht, Brians Erinnerungen zu interpretieren, das hat er getan. Das hat auch ganz gut funktioniert und hat das Ganze ja genauer erläutert und so. Aber es muss halt nicht richtig sein. Das ist eigentlich, ja, fand ich eigentlich ziemlich clever gemacht, so wie sie es halt gemacht haben. Was mir besonders gut gefallen hat, war, dass wir diesmal Gina als spielbaren Charakter mit dabei hatten. Nachdem sie ja im zweiten Teil wirklich nur sehr sporadisch aufgetreten ist, hatten wir jetzt also tatsächlich die Chance, sie auch selber zu steuern. Und das war eigentlich vor allem dann auch die Anspielung darauf, was Brian ihr eventuell mal erzählt hat über irgendwelche Abenteuer und so und dass dann bestimmte Sachen halt immer auftreten und sie es dann eigentlich im nächsten Moment halt widerlegt hat. Das war schon ganz cool. Insgesamt ist, ja, wie die Geschichte halt erzählt wird, ganz gut gemacht, dass man also eigentlich Ginas Erzählstrang als Gegenwart hat und Brians Teile ja immer nur als Erzählung von Gabbo praktisch so dazwischen geschoben worden und dadurch hatte man ja einen recht häufigen Wechsel zwischen den beiden Figuren, was das Ganze sehr abwechslungsreich gemacht hat und man war natürlich immer gespannt darauf, wie geht es jetzt eigentlich bei der anderen Figur gerade weiter. So dass man sich gar nicht entscheiden konnte, wo genau man jetzt eigentlich gerade lieber sein würde. Und am Ende hat das halt dann wieder zusammengeführt in New York bei Bennets Wohnhaus. Und da hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass es doch vielleicht ein paar Partnerrätsel gibt, meine Güte. Und da hätte ich mir gewünscht, dass es vielleicht doch ein paar Partnerrätsel gibt. Das hätte sich halt irgendwie angeboten an der Stelle. Und gut, meistens endet das ja damit, dass eigentlich die Figuren nur irgendwelche Gegenstände tauschen. Das wäre aber in dem Fall ja gar nicht so schlimm gewesen. Aber dann hätte zum Beispiel Gina irgendwas in der Wohnung präparieren können und Brian hätte halt seine Vorbereitung außerhalb dann durchgeführt. Und das wäre, glaube ich, ganz witzig geworden. Ich habe leider ein paar Charaktere vermisst aus den Vorgängern. Ein voran natürlich Sushi, Rutger und Saturn, ja, die drei Musketiere. Aber man wurde ja sehr entschädigt damit, mit vielen anderen Charakteren. Gerade bei Sushi wäre es vielleicht auch schwierig gewesen, sie jetzt mit einzuführen für die Geschichte. Irgendwo erwartet man ja, dass Sushi als Brians beste Freundin sowieso irgendwie in Erscheinung tritt, ja.
Ich meine, Brian wird da verhaftet und kommt praktisch eigentlich mit der Anklage, dass er ein Mörder ist, vor Gericht und wird dann in eine Anstalt für psychisch Kranke gesteckt, wo dann geprüft werden soll, ob er ein Lügner ist. Hätte man ja schon irgendwie erwartet, dass sie sich da vielleicht irgendwie einbringt. Auf der anderen Seite hätte das dann wahrscheinlich wieder das kaputt gemacht, was ich gerade schon gesagt habe, dass Sushi ja dann irgendeine Aussage hätte treffen müssen. Also entweder sie war dort mit der Douglas 3, ja, mit ihrem Schiff, oder sie war eben nicht da. Und je nachdem hätte sich ja dann eigentlich schon eine Geschichte, entweder die Version von Bennett oder die von Brian, halt irgendwie bestätigt. Und dann hätte man halt so diese, das, was jetzt eigentlich noch so ein bisschen offen ist, das hätte man dann halt nicht gehabt. Das, man hätte sich dann irgendwie festlegen müssen, wie es jetzt ist. Und da ist es doch so eigentlich ganz gut. Aber wie gesagt, man wurde ja mit vielen, vielen Charakteren dafür entschädigt und vor allem natürlich die ganzen Bewohner von Happy Dale. Es ist natürlich auch mit dem Hintergrund, dass das halt eine psychiatrische Anstalt ist. Es ist ja überhaupt nicht großartig merkwürdig, wenn da irgendwelche skurrilen Figuren rumlaufen. Und das hat man gut ausgenutzt, finde ich. Da waren viele interessante Rätsel dabei mit den einzelnen Charakteren. Also das war schon ganz cool gemacht und hat auch viel Spaß gemacht, jetzt das zu spielen. Die Rätsel an sich fand ich gut, waren wieder schöne Rätselketten mit dabei. Auch wenn Brian natürlich, dadurch, dass er das ja immer in diesen Plänen zusammenfasst, das für den Spieler natürlich schon ein bisschen vereinfacht, ne? Weil ansonsten hat man halt ja verschiedene Ziele und muss dann halt selber sehen, wie man zurechtkommt. Und bei Runaway hat man also dann nochmal den Plan, den kann man sich anhören immer wieder und weiß dann, okay, an welchen Stellen führe ich das jetzt zusammen. Und das ist schon noch eine kleine Hilfe. Aber ich mag das echt gerne und das hat eigentlich gut funktioniert. Klar, ich habe an manchen Stellen gehangen. Auf der anderen Seite denke ich halt, wer jetzt die Hotspot-Funktion wirklich verwendet, dann dem passiert ja sowas nicht wie mir in Chapmans Hütte da, dass ich einen Abschnitt einfach komplett übersehen habe. Aber das würde dem ja dann gar nicht passieren. Also dann findet man alle Gegenstände ja relativ gut und die Kombination der einzelnen Sachen war jetzt meistens nicht so kompliziert oder aufwendig, dass man da großartig stecken bleiben würde. Also ja, war eigentlich so vom Schwierigkeitsgrad eher einfach, fand ich, aber dadurch ist man halt auch ganz gut vorangekommen, kann man einfach mal so sagen. Es gibt auch noch eine Hilfefunktion im Spiel, die habe ich ganz vergessen zu zeigen und deshalb werde ich das jetzt an der Stelle einfach mal zwischenschieben und da könnt ihr euch das noch anschauen, wie die so aussieht. Pendulo Studios, Abteilung für Rätselkunde und Spielerunterstützung, wegen Ferien geschlossen. Sei herzlich gegrüßt, ich bin Mr. Pendulo. Du hängst fest? Oha, das Spielchen gibt einem ganz schön zu denken, oder? Wo genau liegt das Problem? Mal sehen. Siehst du das Ding da auf dem Sims? Ich hatte es schon lange untersucht. Ja, also Joshua ist doch mit dabei, ne? Bei Pendulo Studios sitzt er da und versucht den Spielern zu helfen. Kein Wunder, dass da so viele Verrückte im Spiel auftauchen. Naja, auf jeden Fall ist es nicht ganz so wie im zweiten Teil. Im zweiten Teil konnte man ja noch auswählen, an welchem Rätsel man gerade gehangen hat, ne? Wenn mehrere offen waren. Hier wählt Joshua einfach irgendeins aus. Das muss nicht immer gerade das sein, an dem man jetzt wirklich die Schwierigkeiten hat. Das ist dann ein bisschen, ja, na blöd ist es jetzt nicht gleich, aber es ist ein bisschen ungünstig vielleicht. Also im Vergleich halt, wenn man es im zweiten Teil ja auch schon mal anders gesehen hat. Aber ja, mit der Hotspot-Anzeige und dieser Rätselhilfe sollte es eigentlich für jeden machbar sein, das Spiel gut zu lösen, ohne da größere Frustmomente zu haben. Ja, wenn ich mich jetzt entscheiden sollte, welchen Teil ich jetzt am besten finde, ist es wirklich ziemlich schwierig, muss ich sagen. Ich glaube, ich würde dann eher doch schon zum ersten Teil tendieren, auch wenn das jetzt nicht groß irgendwelche Unterschiede gibt da.
Weil ich muss halt sagen, es gab viele, viele super tolle Rätsel im zweiten Teil. Das war einfach, das war vom Rätseldesign halt echt super. Und es gab da wirklich Kapitel, zum Beispiel auch das letzte Kapitel, auch wenn es für die Story jetzt nicht wirklich relevant war, es war halt super schön gemacht und so. Das hat halt Spaß gemacht, das zu spielen. Aber es hat halt im Gesamtpaket dann nicht so hundertprozentig gepasst. Deshalb würde ich dann eher zum ersten Teil, also Runaway, A Road Adventure, tendieren und sagen, dass mir der, ja, einfach weil er auch an sich halt abgeschlossen ist, mit am besten gefällt, obwohl der dritte Teil, ja, der ist auch super. Also ich kann es wirklich nicht so direkt sagen, ne, was mir da jetzt am besten gefällt. Das lässt sich da wirklich schwierig sagen. Also mir haben alle drei Teile sehr viel Spaß gemacht. Aber jetzt so würde ich eher zum ersten tendieren. Einfach weil halt auch wirklich so Sushi, Rutger, Saturn mit zu meinen Lieblingscharakteren gehören. Und die tauchen ja nun leider im dritten Teil nicht auf, habe ich ja gerade schon mal gesagt. Wahrscheinlich deshalb ist es auch eher so diese Richtung. Ja, und damit bin ich eigentlich fast am Ende. Aber bevor ich es vergesse, möchte ich mich bei euch noch bedanken fürs Zuschauen, fürs Bewerten und fürs Kommentieren. Und ich hoffe, ihr seid dann auch beim nächsten Projekt wieder mit dabei. Es ist ein Spiel, von dem die Entwickler sagen, sie wurden inspiriert von Runaway. Jetzt nicht unbedingt für die Geschichte oder so, sondern es geht eher so ins Mystische, Gruselige jetzt beim nächsten Adventure. Denn es wird Black Mirror sein, der dunkle Spiegel der Seele. Und ja, aber die Entwickler haben sich so inspirieren lassen, überhaupt ein Adventure zu entwickeln. Und das haben sie halt von Runaway. Genau. Und damit wird es also weitergehen. Und dann hoffe ich, ihr seid dann wieder mit dabei. Also bis dann. Tschüss. Bei der Höhe und diesem Gewitter würde es mich nicht wundern, wenn mir jede Minute die vierte Folge von Runaway auf den Kopf fallen würde. Ich habe gehört, dass das hier der Abschluss der Serie sein soll, aber wir wissen alle, dass es Leute gibt, die ihr Wort nicht halten.